Heute habe ich mal ein bisschen educational Content mitgebracht. Und zwar setzen wir uns mit etwas auseinander, was es leider diesen Sommer noch nicht so wirklich gebraucht hat. Und zwar schauen wir uns Sonnencremes an und gucken uns an, braucht man das überhaupt? Und falls man das braucht, was für eine Sonnencreme sollte man im besten Fall benutzen? Zunächst einmal ist die Frage, die Sonne, ist die jetzt eigentlich gut oder schlecht? Also man hört immer, auf der einen Seite, ja, geh ja nicht in die Sonne rein, das sorgt für XYZ. Und andere sagen, ja, man muss aber in die Sonne gehen, weil XYZ. Und beide Seiten haben eigentlich recht. Sagen wir mal, du bist irgendwie, früher hat man immer so gerne gesagt, Kellerkind. Du bist den ganzen Tag, übertrieben gesagt, sitzt an deinem Computer, verlässt dein Zimmer nicht und bist wirklich 16 Stunden am Tag in deinem Zimmer, wo du auch noch die Rollos runtergemacht hast, damit du den Bildschirm besser siehst. Das ist für deinen Körper schlecht, denn der Körper braucht die Sonne, um zum Beispiel Vitamin D3 zu bilden. Vitamin D3 ist ein wichtiges Vitamin, was dein Körper benötigt. Wenn du da einen Mangel hast, dann wirst du das mit verschiedenen Mangelerscheinungen langfristig an deinem Körper spüren. Wir haben in Europa schon das Problem, gerade in Nordeuropa, überhaupt auf die richtige Menge Vitamin D3 zu kommen, selbst wenn wir im Winter und teilweise auch im Sommer rausgehen. Und wenn du dann auch noch vermehrt dich drinnen aufhältst, dann wirst du noch mehr Probleme bekommen, deinen Vitamin D3-Haushalt auf einem guten Stand zu halten. Zu wenig Sonne kann zum Beispiel auch dazu führen, dass du Depressionen oder depressive Stimmungen bekommst. Es gibt ja auch die sogenannte Winterdepression, die haben tatsächlich deutlich weniger Menschen, als Leute sagen, dass sie Winterdepressionen haben. Aber Winterdepression ist ein reales Problem und gerade wenn man dann sich noch weniger in die Sonne begibt, dann hat man einfach einen Mangel. Auf der anderen Seite kann zu viel Sonne aber auch ein Problem sein. Wenn du ein Sonnenanbeter bist und dich, sobald der erste Sonnenstrahl draußen ist, du dich von deinen Klamotten befreist, dich auf die Wiese legst und dich den ganzen Tag sonnst, ist das auch nicht gut für den Körper. Denn zu viel Sonne kann am Ende im schlimmsten Fall Krebs auslösen und Krebs will natürlich keiner von uns haben. Es kann auch noch verschiedene andere Folgen haben, aber Krebs ist so, ja, das Worst-Case-Szenario durch zu viel Sonne. Aktuell wird empfohlen, dass man so 15 bis 20 Minuten in der Sonne sich befinden soll. Und das haben wir ja gerade im Sommer sehr schnell erreicht. Also wenn so ein richtig sonniger Tag ist und wir zur Arbeit gehen und da vielleicht sogar 10, 15 Minuten zu Fuß gehen, hin, zurück, dann habe ich ja schon 20 Minuten und dann habe ich meine Tagesdosis Sonne schon erreicht. Das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Wenn ich zum Beispiel ein sehr hellhäutiger Typ bin, wie ich das bin, ich bin meistens eine blasse Leiche, dann kommt das mit den 15 Minuten relativ gut hin. Wenn jemand dunkelhäutig ist oder generell einfach ein sehr dunkler, brauner Typ ist, dann kann man auch länger in der Sonne sitzen. Also schwarze Menschen zum Beispiel können sogar 90 Minuten oder länger in der Sonne verbringen, ohne dass es für sie schädlich ist. Sie müssen es teilweise sogar länger machen als hellhäutige Menschen, weil sie, je dunkler der Körper ist oder beziehungsweise die Hautfarbe ist, desto langsamer ist die Vitamin D3-Produktion. Das heißt, wenn ich jetzt in die Sonne gehe, habe ich vielleicht nach 20 Minuten schon meinen Körper ja, so viel Sonne zugeführt, dass er genügend Vitamin D3 produziert hat. Eine Person, die dunkler ist als ich, hat das aber selbst nach 50 Minuten noch nicht geschafft. Das heißt, es gibt hier auch verschiedene Kriterien, auf die man achten muss. Auch die Lage ist natürlich wichtig. Wenn ich hier in meinem kalten, dunklen Norddeutschland bin, ist es oft einfach, ist oft gar nicht genügend Sonnenstrahlen. Heute ist eigentlich wieder ein Sommertag und draußen regnet es die ganze Zeit. Es ist bewölkt und man sieht keinen Sonnenstrahl am Himmel. Wenn ich jetzt natürlich in Los Angeles lebe und selbst im Winter einen strahlenden Sonnenschein habe, dann unterscheidet sich natürlich auch die Dauer, die ich draußen verbringen sollte oder verbringen darf. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass UV-Strahlen, deren negativen Folgen sich aufsummieren. Eine negative Folge ist zum Beispiel ein Sonnenbrand. Du bist im Mallorca-Urlaub und holst dir am ersten Tag einen Sonnenbrand. Ja, das ist okay, das passiert nun mal. Wenn dir das jetzt aber drei, viermal im Jahr passiert oder
einmal im Jahr, dann summiert sich das Jahr für Jahr für Jahr oder Sonnenbrand für Sonnenbrand und irgendwann steigt einfach dein Risiko immer mehr an, je öfter du deinem Körper diese Schäden durch UV-Strahlen zufügst. Das heißt jetzt nicht, dass du nach dem ersten Mal Sonnenbrand direkt dein Krebsrisiko super hoch ist, aber über die Jahre, die du deinem Körper einfach schadest, zu sehr in der Sonne zu sein, ohne dich dabei zu schützen, und du hast das Problem, dass dein Risiko immer weiter ansteigt, dass du irgendwann Krebs bekommst. Wie man sieht, habe ich hier super viele Sonnencremes im Einsatz. Also die habe ich irgendwie alle schon mal durchprobiert. Ich habe hier Spray, ich habe hier eine 30er, dann habe ich eine 50er und hier nochmal eine 30er. Verschiedene Sachen, die ich irgendwie, wo ich im Internet gelesen habe, dass die halbwegs gut sein sollen. Aber ist denn jetzt Sonnencreme generell eigentlich sinnvoll? Auch da ist wieder die Antwort, kommt drauf an. Erstmal ist immer die Empfehlung zu sagen, versuch der Sonne fern zu bleiben. Also jetzt sagen wir mal, du hast deine 30 Minuten am Tag erreicht und du solltest jetzt nicht mehr genügend Sonne bekommen. Dann ist die erste Option, dass du die Sonne meidest. Du gehst also ins Haus oder setzt dich unter einen Sonnenschirm. Du versuchst irgendwie die direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die zweite Möglichkeit ist Bekleidung. Also meistens laufen wir ja im Sommer mit einem T-Shirt rum und mit einer kurzen Hose. Dann haben wir zumindest schon mal einen Teil unseres Körpers bedeckt. Aber eigentlich in der Theorie wäre es zum Beispiel besser, in dieser Zeit, wenn die Sonneneinstrahlung zu hoch ist, lange Kleidung zu tragen. Denn so schützt du dich besonders gut vor der Sonneneinstrahlung. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist vor allem ein Hut. Da braucht man jetzt nicht den speziellen Sonnenhut, sondern man kann auch ein cooles Cap tragen. Denn diesen Bereich hier, also mit meinen Haaren, ist es schwer, da Sonnencreme drauf zu machen. Wenn man eine Glatze hat, kann man das vielleicht auch eincremen. Aber hier kann man auch sehr schnell einen Sonnenbrand bekommen bzw. UV-Schäden auslösen, wenn man sich dort nicht vernünftig schützt und da deshalb eine Mütze trägt. Das mache ich zum Beispiel auch gerne beim Laufen. Und die dritte Möglichkeit, sich zu schützen, ist eben die Sonnencreme. Das heißt, erste Option ist immer der Sonne aus dem Weg gehen. Zweite Option ist Kleidung tragen und sich seinen Körper, seine Haut bedecken. Und dann erst im dritten Schritt sich für die Sonnencreme zu entscheiden. Was du auch beachten solltest, ist, wann du in die Sonne gehst. Denn es macht einen Unterschied, ob du morgens um 8, mittags um 12 oder abends um 18 Uhr in die Sonne gehst. In der Mittagszeit, also sagen wir mal so zwischen 11 und 16 Uhr, da ist die Sonneneinstrahlung in der Regel am stärksten. Auch wenn es morgens schon sonnig ist, ist in der Regel die Sonneneinstrahlung nicht so stark wie am Mittag. Deshalb, wenn du zum Beispiel Sport machst und du in deiner Zeit flexibel bist, versuche eher vormittags oder abends laufen zu gehen und nicht in der Mittagssonne. Oder wenn du an den Strand gehst, mach das lieber vormittags oder halt wieder so ab 16, 17 Uhr. Gerade auch wenn man im Urlaub in der Südsee ist, dann ist es da ja auch noch warm, dann kann man sich da auch noch hinlegen. Aber gerade in der Mittagszeit ist die UV-Einstrahlung einfach am stärksten. Auf dem iPhone kannst du zum Beispiel dir den UV-Index anzeigen lassen. Dieser geht in der Regel von 0 bis 10. Es gibt auch andere Skalen, die gehen bis über 10. Aber so 0 bis 10 ist eigentlich so dieser Indexwert. Und Werte von 0 bis 3 sind halt eher gering, also 0 ist keine Sonneneinstrahlung und so ab 3 geht es schon los, dass man eine vernünftige Sonneneinstrahlung hat. Und es wird in der Regel empfohlen, dass man ab einem Wert von 3 Sonnencreme trägt. Und gerade wenn der Wert so über 6, 7 geht, dann ist die Sonneneinstrahlung einfach sehr hoch und dann sollte man versuchen, die Sonne zu meiden oder eben eine stärkere Sonnencreme zu tragen. Ich habe vor einiger Zeit den Tipp bekommen, dass man auch im Winter Sonnencreme tragen muss. Und dann habe ich irgendwann angefangen, tatsächlich fast täglich Sonnencreme zu tragen und habe mir hier diese hier von V-Sun geholt, weil die ja relativ gut verträglich war und die angeblich auch eine Premium-Sonnencreme ist und habe die immer regelmäßig drauf gemacht. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich eigentlich gar nicht informiert, ob das soweit stimmt. Auch hier ist wieder die Antwort, es kommt drauf an. Denn eigentlich ist immer nur der UV-Index wichtig und nicht die Jahreszeit. Und der UV-Index kann zum Beispiel auch stark sein,
wenn draußen es bewölkt ist. Also nur weil die Sonne nicht scheint, wir sie nicht sehen, ist der UV-Index nicht automatisch niedrig. Und auch umgekehrt heißt es nicht immer, nur weil ein blauer Tag ist, dass der UV-Index hoch ist. Also es ist dann schon wahrscheinlicher, aber es muss nicht unbedingt so sein. Und deshalb ist es immer hilfreich, auf seine Wetter-App zu schauen. Du kannst zum Beispiel beim iPhone, bestimmt auch bei Android, das einrichten, dass der UV-Index auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Das habe ich zum Beispiel jetzt schon seit ein paar Monaten. Und wenn ich dann sehe, oh, der UV-Index, der ist irgendwie über 3, jetzt sollte ich meine Sonnencreme drauf machen. Auch im Winter, wo dann in der Regel natürlich nur das Gesicht sichtbar ist, mache ich die dann drauf. Jetzt haben wir gelernt, wann wir Sonnencreme tragen sollten. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Frage. Welche Sonnencreme sollte ich denn jetzt eigentlich tragen? Alle Cremes, die ich hier habe, alle, auch die Premium-Sonnencreme, die habe ich alle gekauft, weil die mal bei irgendeiner Stiftung Warentest halbwegs gute Bewertungen hatten. Und auch die eine von DM, die hat hier auch, die wurde auch getestet, Deutsche Allergie- und Asthmaverbund. Trotzdem sind das alles chemische Sonnencremes. Und auch die V-Sun, die ein bisschen teurer ist, die verzichtet zwar schon auf einige Stoffe, aber trotzdem ist es eine chemische Sonnencreme. Die Alternative ist mineralische Sonnencreme. Der Vorteil an solchen chemischen Sonnencremes ist vor allem, dass sie leicht aufzutragen sind und sie sehr leicht einziehen. Also wenn du dir die drauf machst und du hast eine halbwegs vernünftige gekauft, dann dauert es ein paar Sekunden oder Minuten und die Sonnencreme ist eingezogen. Das ist vor allem dann gut, wenn man sich noch schminken möchte. Jeder kennt das, gerade so, wer vielleicht ein bisschen älter ist, früher gab es ja noch nicht ganz so tolle chemische Sonnencremes, dann ist das immer irgendwie kleben geblieben und das war super nervig. Und gerade weil da halt Chemie drin ist, kriegen das die ganzen Konzerne relativ gut hin, diese Creme gut zu gestalten. Der Nachteil ist, dass diese Sonnencremes oft für Allergiker ein Problem sind oder generell für Leute, die hautempfindlich sind, also die schnellen Juckreiz bekommen oder die schnellen Ausschlag bekommen. Da sind die chemischen dann leicht im Nachteil. Und der größte Nachteil ist eigentlich, dass in diesen ganzen chemischen Sonnencremes verschiedene Stoffe drin sind, die eventuell nicht so gut für unseren Körper sind. Es ist bisher nicht wirklich nachgewiesen, dass die Stoffe, die hier drin sind, schädlich für unseren Körper sind. Allerdings gibt es viele Hinweise darauf, dass man ja eigentlich lieber auf einen Großteil der Stoffe, die in chemischen Sonnencremes vorhanden sind, verzichten sollte. Und das ist halt wieder wichtig zu beachten. Die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter und es kann auch mal sein, dass sie heute sagt, das ist mein Standpunkt und in 5 Jahren revidiert sie den Standpunkt und sagt etwas anderes, weil sie einfach einen neuen Wissensstand hat. Und hier ist aktuell der Wissensstand, dass eine gewisse Unsicherheit herrscht, ein Unwissen, sondern dass man nur gewisse Tendenzen hat und dann sagt man, hey, lass das mal lieber sein, wir glauben, das ist nicht gut, wir müssen das noch besser erforschen. Was zum Beispiel ein Problem ist bei diesen chemischen Sonnencremes, ist, dass sie sehr gut einziehen. Also auf der einen Seite freut uns das, wenn die gut einziehen. Auf der anderen Seite, je stärker diese Stoffe in den Körper einziehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn diese Stoffe negativ für unseren Körper sind, dass sie uns schaden. Also auf der anderen Seite haben wir mineralische Sonnencreme. Mineralische Sonnencreme funktioniert erst einmal prinzipiell etwas anders als die chemische Sonnencreme. Die chemische Sonnencreme sorgt dafür, dass die UV-Strahlen in Hitze umgewandelt werden und die mineralische Sonnencreme ist eher so ein bisschen wie ein Reflektor, der die Sonnenstrahlen wieder zurückschickt. Dafür benutzen die mineralischen Sonnencremes in der Regel Zinkoxid und Titandioxid. Und dieses Titandioxid, das ist tatsächlich mittlerweile in der Kritik und immer mehr mineralische Sonnencremes verzichten auf Titandioxid. Deshalb findet sich eigentlich mittlerweile nur noch in den ganzen Sonnencremes Zinkoxid. Natürlich befinden sich da auch noch andere Sachen in diesen Cremes, aber das ist quasi der wichtigste Stoff, der benötigt wird, um uns vor der Sonne zu schützen.
Eine der ersten Vorteile ist an der mineralischen Sonnencreme, dass sie erstmal für Allergiker und generell empfindliche Menschen, die, also deren Haut empfindlich ist, einfach besser geeignet ist. Das ist schon mal eine gute Sache. Und der zweite Vorteil ist, dass wir hier mit natürlicheren Stoffen arbeiten, wo die Wissenschaft sagt, hey, hier gehen wir eher davon aus, dass das nicht so gesundheitsschädlich für den Körper ist. Deshalb benutzt lieber eine mineralische Sonnencreme anstatt eine chemische Sonnencreme. Aber wir bleiben wieder dabei. Versuch lieber erstmal der Sonne zu entkommen. Versuch Kleidung zu tragen. Versuch in die Sonne nur zu gehen, wenn der UV-Index nicht zu hoch ist, also eher morgens und eher abends. Und wenn du dann doch ja, dich der Sonne aussetzt mit einem hohen UV-Index über eine gewisse Zeit, dann trägst du die Sonnencreme auf und dann ist die Empfehlung eher mineralische Sonnencreme zu tragen. Es hat aber auch ein paar Nachteile, diese mineralische Sonnencreme. Erstmal zieht sie einfach nicht so gut ein und es gibt da diesen Begriff Weißeln. Das heißt, man hat dann so einen weißen Film auf der Haut, es zieht nicht richtig ein. Das ist gerade dann unschön, wenn man dann noch Make-up tragen will oder wenn man das dann alles auf den Klamotten hat. Das ist halt nicht so schön. Es ist halt nicht so komfortabel, weil man halt nicht so viel schöne Chemie hat, die dafür sorgt, dass sich das anfühlt wie die Nivea-Creme, die in 2 Minuten einzieht. Das ist halt dann am Ende der Nachteil, mit dem man leben muss. Aber auch hier gibt es wieder halt unterschiedliche Qualitäten von Sonnencremes, die man nutzen kann. Und dann gibt es halt günstigere und teurere, die man ausprobieren kann oder auch verschiedene Marken, um für sich zu schauen, welche Marke das einfach am besten hinbekommt. Ich möchte jetzt auch mal auf einen Punkt eingehen, der meiner Meinung nach bei fast allen Artikeln einfach komplett außer Acht gelassen wird, und das ist der Preis. Also Sonnencreme ist erstmal nicht günstig. Also sie ist in Deutschland schon mal deutlich günstiger als in Frankreich und so, aber Sonnencreme ist teuer. Und auch die günstige ist teuer. Wenn man mal schaut, wenn du jetzt mal bei Amazon schaust, dann kostet so die günstigste Sonnencreme 200 Milliliter ungefähr 7 Euro. Also das ist schon mal teurer als Olivenöl. Und als das meiste Olivenöl zumindest. Und wie viel Sonnencreme sollte man jetzt tragen? Also die Empfehlung ist, auf dem ganzen Körper ungefähr 2 Esslöffel, das sind umgerechnet 30 Milliliter. So, das heißt, ich habe jetzt, mit irgendwie meiner Familie irgendwie, sagen wir mal, du hast irgendwie Frau und 2 Kinder, mit denen gehst du jetzt in das Schwimmbad und du hast dir jetzt für 7 Euro 200 Milliliter Sonnencreme gekauft und haust jetzt erstmal 4-mal diese 30 Milliliter raus. Also haben wir dann 30, 60, 90, 120 Milliliter. Und dann ist einfach schon die halbe Packung leer. Das heißt, du hast erstmal ungefähr 1 Euro pro Eincreme rausgehauen, um alle einzucremen. Und dann wird auch noch empfohlen, alle 2 Stunden sich wieder einzucremen. So, das heißt, wenn du jetzt dann den ganzen Tag, sagen wir mal 6 Stunden im Schwimmbad verbringst und du das sicher gehen willst, dass da nichts passiert, cremst du dich irgendwie 3-mal ein, dann nimmst du schon mal 2 Sonnencremes mit, dann bist du schon mal irgendwie fast 14 Euro los, nur um alle Leute einzucremen. Klingt jetzt vielleicht von mir ein bisschen übertrieben, aber am Ende ist es ja so. Klar, wenn ich jetzt alleine bin und ich creme mich 2-3 Mal ein, aber trotzdem hält die Sonnencreme halt einfach nicht so lange. Wenn man jetzt eine teurere Sonnencreme nimmt, dann summiert sich dieser Preis ja. Und gerade diese mineralischen Sonnencremes sind einfach viel, viel teurer. Ich habe zum Beispiel da mal ein bisschen recherchiert und habe geguckt, ja, welche mineralische Sonnencreme möchte ich denn dann kaufen? Bei welcher habe ich ein gutes Gefühl? Und es gibt da eine Marke, ich weiß nicht ganz, wie man es ausspricht, vielleicht heißt sie einfach nur Burp oder Boeb oder Boeb, ich weiß es nicht genau, ich nenne sie jetzt einfach Burp. Und die hat eine Sonnencreme, mineralische Sonnencreme mit einem Schutzfaktor 30. Da kosten 100 Milliliter 19 Euro. Wenn wir jetzt wieder auf das Rechenbeispiel zurückkommen, dann reicht das nicht mal aus, um die Familie einmal einzucremen. Und dann bin ich schon 20 los. Das heißt, wenn ich ins Schwimmbad gehen will, dann brauche ich quasi 20 bis 40 Euro an Sonnencreme, um meinen ganzen Körper einzucremen. Jetzt gibt es auch noch eine Sonnencreme, deren Marke heißt Elta MD. Und Elta MD wird empfohlen von Brian Johnson und von Peter Attia, also von bekannten Leuten, gerade Peter Attia in der Longevity-Szene, also in der Langlebigkeitsszene, sehr bekannt, empfehlen diese Marke. Und ich muss es jetzt nochmal nachschauen. Da kostet 1 Gramm 1 Euro.
Ja, jetzt können wir uns das ausrechnen. Wir brauchen dann für die Familie 130 Gramm, also brauchen wir 130 Euro, um uns einmal einzucremen mit der ganzen Familie. Ja, das wird ein teurer Ausflug. Um das ein bisschen zu relativieren, erstmal soll man ja gar nicht in die Sonne gehen, so viel, und sich auch nicht sonnenbaden, weil das einfach nicht gut ist. Also es gibt auch keine gute Bräune im Endeffekt, auch wenn wir das aktuell in unserer aktuellen Gesellschaft schön finden, wenn man gebräunt ist. Aber man soll es vermeiden. Aber trotzdem, natürlich gehe ich auch gerne in die Sonne. Und wenn ich im Urlaub bin, lege ich mich auch mal in die Sonne. Oder wenn hier schönes Wetter ist, lege ich mich auch mal gerne eine Stunde in die Sonne, weil es einfach ein schönes Gefühl ist. In der Regel, wenn ich mir dann so eine teurere Sonnencreme kaufe, also ich mache das zum Beispiel so, ich benutze diese V-Sun, die ich jeden Tag benutze, oder so würde ich das dann auch später bei der mineralischen machen, die ja noch teurer ist als diese Sonnencreme. Die würde ich dann aufs Gesicht auftragen, was ich halt jeden Tag mache, oder dann auf die Arme. Und wenn ich meinen ganzen Körper eincreme, dann würde ich tatsächlich, ich persönlich, dann die billigere nehmen, weil dann bin ich wieder bei dem Motto, lieber mit Sonnencreme schützen, als mich dem Hautkrebsrisiko auszusetzen. Und dann, wie oft gehe ich dann am Ende in die Sonne? Das ist dann vielleicht irgendwie 5, vielleicht maximal 10 Tage im Jahr. Dann haue ich mir vielleicht lieber mal die Chemiekeule 5 oder 10 Mal im Jahr rein. Aber wenn ich natürlich jeden Tag Sonnencreme drauf mache oder sagen wir mal jeden dritten, vierten Tag, wo dann der UV-Index einfach hoch ist, dann würde ich persönlich empfehlen, wie gesagt, ich bin kein Arzt, würde ich dann eher sagen, dann nehme ich die gute Sonnencreme. Nochmal ganz wichtig, auch hier nochmal der Hinweis, ich bin kein Arzt, ich habe kein Studium in diesem Bereich, das ist alles meine persönliche Erfahrung, das sind einfach meine privaten Recherchen, die ich mit euch teile, und ich versuche hier einfach euch da auch zu helfen, Sachen, die mich selber interessieren, mit euch zu teilen. Und wenn ihr mir auch irgendwie widersprecht, dann gerne kommentiert das oder sagt mir das, dann kann ich das auch gerne hier ergänzen und nochmal korrigieren. Aber mein Gefühl ist, diesen Anforderungen von den Ärzten oder die Empfehlungen, denen zu folgen, ist einfach finanziell für 99% der Menschen in der Form gar nicht möglich. Gerade wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie 2 Wochen Mallorca-Urlaub und das möchte ich jetzt einfach machen, mich da jeden Tag in die Sonne flitzen, dann wärst du ja quasi schon pleite von der Sonnencreme. Benutzt dann bitte wenigstens hier diese Sonnencreme von DM oder von Lidl oder Aldi, die halt deutlich günstiger ist. Hauptsache, man schützt sich irgendwie, anstatt da dann halt komplett drauf zu verzichten.